Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Heute gibt's ein One-Pot-Gericht, einen Bauerntopf mit Hackfleisch. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten nochmal nachlesen. Ich zeige euch als erstes mal meine Gewürze. Kurkuma, geräuchertes Paprikapulver, Cayennepfeffer, Pfeffer, Paprika edelsüß, Knoblauchpulver und Salz. Zum Anbraten nehme ich heute etwas Butterschmalz. Ihr könnt natürlich auch ein normales Öl verwenden, wie zum Beispiel Rapsöl. Wenn das Öl erhitzt ist, geben wir 300 Gramm Hackfleisch hinein. Ich habe jetzt hier ein gemischtes Hackfleisch verwendet. Dann wird das Hackfleisch etwas angebraten. Anschließend geben wir zwei kleingeschnittene Frühlingszwiebeln dazu. Etwas umrühren. Und dann kommt zwei Esslöffel Tomatenmark hinein. Das Tomatenmark etwas anbraten lassen, das gibt ein tolles Röstaroma. Die Kartoffeln habe ich geschält und in kleine Würfel geschnitten. Das war jetzt 1 Kilogramm, vorwiegend festkochend. Eine Tomate, eine Paprika, eine Zucchini. Und eine Chilischote. Die Chilischote verleiht dem ganzen Essen eine richtige Schärfe. Mögt ihr es nicht so scharf, lasst ihr die einfach weg. Und jetzt kommen die Gewürze hinein, die ich euch vorher gezeigt habe. In der Videobeschreibung könnt ihr nachlesen, wie viel ich verwendet habe. Und frische Kräuter. Petersilie, Oregano scharf, Liebstöckel und Thymian. Es lohnt sich, wenn man frische Kräuter verwendet. Es schmeckt einfach viel besser. Und im Moment hat man vielleicht sogar selber welche im Garten oder auf dem Balkon. Gemüsebrühe, 700 ml. Und einen Becher Creme Fraiche. Dann verrühren wir alles. Deckel drauf. Den Bauerntopf lassen wir jetzt so lang köcheln, bis die Kartoffeln weich sind. Der Bauerntopf mit Hackfleisch ist jetzt fertig und kann auf dem Teller angerichtet werden. Noch etwas Petersilie darüber und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Essen nachkocht. Vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch alles Gute. Bist du neu auf meinem Kanal? Würde ich mich freuen, wenn du mich abonnierst, wenn ihr mir nett kommentiert und einen Daumen hoch hinterlässt. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!